Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Kanal Feuerstelle zurück. Wir haben hier nur zwei Zutaten. Einmal ein Hähnchen, das ist ungefähr 3 Kilo schwer. Wir haben das eben in der Mikrowelle ein bisschen aufgetaut. Einmal so ein bisschen im Kühlschrank und in der Mikrowelle. Deswegen ist es hier auch ein bisschen dunkler geworden. Macht euch da keine Sorgen, macht nichts. Was wollen wir machen? Wir wollen im Kasan dieses Hähnchen ohne viel Schnickschnack räuchern. Das Ganze rustikal. Wir haben nämlich hier eine Handvoll Apfelzweige mit Blättern. Die haben wir gewaschen. Die haben wir jetzt auch trocken gemacht. Und jetzt geht es hier gleich weiter. So, wir wollen wie gesagt probieren zu räuchern. Wir lassen den Kasan, der ist schön sauber, entfettet. Wir werden den jetzt schön heiß werden lassen. Dazu, Hund, geh ab. Weg. Dazu kommen einfach rustikal die ganzen Apfelzweige schon mal als Bett rein. Ich bin gespannt, ob es klappt. Das Hähnchen, das haben wir überhaupt nicht mariniert, nicht eingelegt, auch nicht in Salzlake, gar nichts. Wir wollen das einfach so, denn wir wollen sowieso die Haut nicht mitessen. Von daher gucken wir mal. Ich glaube, das reicht schon. Also wir haben eine gute Portion. Schaut euch das mal an. Das Hähnchen wird gleich Saft lassen da drin. Ich gehe davon aus. Und damit der Saft nicht hier in unser glühendes reintropft, bauen wir den jetzt eine kleine Schale. Zusätzlich können wir jetzt natürlich auch schön die Schenkel so ein bisschen einwickeln, damit das nicht zu doll durchzieht. Genauso wie die Flügel. So sieht das Ganze aus und das legen wir jetzt einfach hier so rein. Damit wir das ein bisschen kontrollieren können, stecken wir jetzt hier auch ein Thermometer rein. Wir haben es noch nie ausprobiert, das ist ein erster Versuch. Und zwar in die Brust. Und dann gucken wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Ziel ist es, dass wir 80 Grad erreichen, Kerntemperatur. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf. Ich bin gespannt. Ich gehe von der Stunde aus, vielleicht sogar länger. Bleibt dran. Feuer haben wir jetzt auf Maximum, also komplett volle Röhre. Den Deckel lassen wir so lange zu, schauen überhaupt nicht rein. Das heißt, wir wollen gucken, dass es wirklich komplett räuchert. Und man sieht das ja jetzt schon langsam hier, vielleicht könnt ihr es erkennen, es steigt schon innen drin Dampf auf. Ja? Das Ganze lassen wir auch so lange zu, bis gar kein Dampf mehr bis man gar keinen Dampf mehr sieht. Ja? Ich gehe davon aus, dass wir es dann auch auf jeden Fall auch schaffen. So ihr Lieben, es ist eine Stunde vergangen, ich habe Sekundenschlaf gehabt. Ihr könnt schon erkennen, es räuchert hier so ein bisschen. Warum habe ich Sekundenschlaf gehabt? Ich habe zu wenig Holz drin gehabt, also nicht mehr nachgelegt. Da müsst ihr definitiv drauf achten, denn wir sind gestartet mit -2 und jetzt nach einer Stunde sind wir bei 20. Es steigt, die Kurve, die geht jetzt gerade extrem nach oben. Trotzdem
Ihr hättet es viel, viel, viel schneller haben können als ich. Macht es besser. Es ist eine Stunde 45 vergangen. Hat aber, hier, schaut mal kurz rein. Ich hoffe, ihr erkennt es. Wir haben es jetzt 82 Grad. Das, was ich euch sagen möchte, schlaft nicht so wie ich ein, kein Sekundenschlaf, haut da immer Energie nach, lasst die Luftzufuhr da und dann seid ihr definitiv bestimmt in einer Stunde fertig. Wir machen das jetzt Ganze auf und dann gucken wir mal. So ihr Lieben, ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich auch. Wir haben den Deckel noch gar nicht runtergenommen. Lasst uns reinschauen. Kommt ran. Das sieht doch super aus. Ihr seht schon, hier unten ist alles verkohlt, so wie es geplant war. Es ist bestimmt noch extrem heiß, aber schaut euch das erstmal hier so an. Wir lassen das jetzt noch mal kurz runterkühlen. Also ich denke, es ist uns gelungen. Lasst uns anschneiden. Schaut euch das an. Das sieht super aus. Es ist definitiv durch. Viel zu heiß. Ich kann das gar nicht anfassen. So, einmal hier, da probieren wir noch mal den Knochen abzuziehen. Schaut euch den an. Heiß, 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 heiß. Der ist auf jeden Fall durch. Also, ich denke, der Versuch ist uns gelungen. Wir haben euch bewiesen, dass man in einem Kasan räuchern kann, ja, und das auch innerhalb von kurzer Zeit und auch noch so steinzeitmäßig, ja. Man könnte natürlich die ganzen Chips nehmen, die einlegen in Wasser und dann noch mit reinschmeißen und. Ihr habt es gesehen, ich habe einfach frische vom Apfelbaum Sträucher abgeschnitten und dann lief es. Gar kein Problem. Wir probieren es aus. Schlaf bloß nicht ein, so wie ich, und dann läuft das schon. Wahnsinnig gut. Macht es auf jeden Fall nach. Abonniert unseren Kanal nicht. Liked uns nicht, teilt uns nicht, verfolgt uns nicht und wir sehen uns beim nächsten Mal.